Hey Leute, hier ist Moritz von MTB News. Heute ist es endlich soweit. Cube präsentiert neue Trailbikes und ein neues Carbon-Enduro. Nachdem es ja jetzt lange Zeit so ein bisschen still geworden ist um Cube im Trail- und Enduro-Segment, ja, bringt Cube jetzt auf einen Schlag drei neue Modelle raus. Das ist das Stereo 144, das Stereo 155 und das Stereo 177. Auf die drei Modelle gehen wir gleich im Detail ein. Am Ende habe ich außerdem so einen kurzen ersten Eindruck vom Stereo 177 Carbon für euch. Aber jetzt legen wir erstmal los mit den Cube-Neuheiten 2023. Das erste Rad in der Runde ist das neue Cube Stereo 144. Es ist ein Trailbike mit 140 mm Federweg vorn und hinten und es ist der Nachfolger vom Stereo 140. Namensgebung ist relativ ähnlich, aber jetzt eben das 144, um so ein bisschen vom Vorgänger zu unterscheiden. Es hat optisch nicht mehr so wahnsinnig viel gemein mit dem Vorgänger. Da war ja so ein relativ kantiges Rad. Das neue Stereo 144 ist ein sehr schicker, organisch wirkender Carbonrahmen, jetzt auch mit Carbon-Hinterbau. Und es wirkt deutlich filigraner als noch zuvor. Die Geometrie ist überarbeitet worden. Es ist jetzt eine ganze Ecke abfahrtslastiger, gleichzeitig aber mit einem steilen Sitzwinkel, damit ihr bergauf eine schöne zentrale Sitzposition einnehmt. Und ihr habt die Möglichkeit, über ein Drehen der Steuersatzschalen die Geometrie, also den Lenkwinkel und den Sitzwinkel, steiler bzw. flacher einzustellen. Das haben wir auch schon ausprobiert, ist ein bisschen Fummelarbeit, aber geht im Prinzip ziemlich unkompliziert. Es gibt zwei Varianten, einmal mit C62 Carbon oder höherpreisiger C68 Carbon, ist dann nochmal eine Ecke leichter. Und ein echtes Highlight ist das Staufach im Unterrohr, was Cube jetzt endlich verbaut. Da habt ihr eine Abdeckung, die könnt ihr öffnen. Könnt dann das Unterrohr als Staufach nutzen. Auf der Unterseite von der Abdeckung ist außerdem noch ein Tool integriert. Stichwort Integration. Hier führt Cube jetzt alle Kabel durch den Steuersatz durch. Ist eine sehr cleane Optik. Gleichzeitig zum Schrauben jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Traum. Erhältlich ist das neue Cube Stereo 144 in vier Varianten. Preislich geht es bei 3.299 Euro los. Die Top-Variante kostet knapp 7.000 Euro. Und Gewichte fangen laut Cube bei 12,2 Kilo für eben jene Top-Variante an. Die nächste Neuheit von Cube ist das Stereo 155. Nachfolger vom Stereo 150, hier ähnliches Spiel wie beim 144. Und auch hier haben wir wieder einen deutlich organischer wirkenderen Carbonrahmen. Den gibt es allerdings nur in der C62-Variante. Das heißt, hier gibt es keine Unterschiede zwischen den verschiedenen Modellen. Und das Cube Stereo 155 hat 155 mm Federweg am Heck, 160 mm Federweg vorne und eine eher abfahrtslastige Geometrie mit einem, ja, 64, noch was Lenkwinkel, also kann man es schon ordentlich mit krachen lassen. Und ja, es ist so genau an der Grenze, manche sagen noch Trail dazu, manche sagen schon Enduro dazu, wieder andere sagen All Mountain dazu. Für uns ist es ein ziemlich cooles Mountainbike, mit dem man alles machen kann, wahrscheinlich auch im Bikepark sogar Spaß haben kann, also ein richtiger Allrounder. Wie gewohnt setzt Cube auf einen Viergelenk-Hinterbau, also klassischer Horstlink-Rahmen mit einem vertikal positionierten Dämpfer. Hauptrahmen und Hinterbau bestehen aus Carbon. Und wie beim Stereo 144 habt ihr jetzt hier ein Staufach im Unterrohr, was aus unserer Sicht einfach eine super praktische Sache ist. Genauso sind auch hier die Leitungen durch den Steuersatz geführt. Und der Rahmen ist großflächig mit Protektoren gegen Steinbeschuss, gegen alle möglichen Elemente geschützt. Cube bietet das neue Stereo 155 in insgesamt vier verschiedenen Varianten an. Die Preise gehen bei 3.499 Euro los, enden bei 6.999 Euro. Und das Gewicht für diese Top-Variante ist von Cube mit 13,1 Kilo angegeben. Aus unserer Sicht eigentlich ein ziemlich guter Wert für ein Rad mit 155 mm Federweg und einer abfahrtslastigen Geometrie. Das dritte Rad, das Cube heute vorstellt, ist das Stereo 177 Carbon. Das ist jetzt keine komplette Neuentwicklung, sondern eine Carbon-Version von dem regulären Stereo 177 aus Aluminium. Das hat Cube letztes Jahr vorgestellt, heute ist die Carbon-Version dran. Und auf diesem Carbonrad ist unter anderem das Cube Action Team letztes Jahr schon im Finale Ligure bei der Trophy of Nations an den Start gegangen. Das Stereo 177 Carbon hat einen ziemlich schnittigen, eleganten Carbonrahmen und bietet eigentlich alles, was man sich von einem modernen Race Enduro wünscht. 170 mm Federweg vorn und hinten, 29 Zoll Laufräder und eine Geometrie, die es ganz schön in sich hat. Auch hier habt ihr wieder drehbare Steuersatzschalen, mit denen ihr den Lenk- und Sitzwinkel um plus minus 0,5 Grad ungefähr verstellen könnt.
Das Einzige, was im Vergleich zum Stereo 144 und 155 fehlt, ist das Staufach im Unterrohr. Hier hat Cube drauf verzichtet. Stattdessen habt ihr auf der Unterseite vom Oberrohr zwei Montagepunkte. Und da könnt ihr dann beispielsweise einen Toolstrap montieren. Ansonsten, was ein interessantes Feature an dem Rad ist, ist, dass ihr zwei Befestigungsmöglichkeiten für den Dämpfer habt. Einmal ist es ein Setting, was auf Coildämpfer ausgelegt ist mit mehr Progression, oder ein Setting, was auf Luftdämpfer ausgelegt ist. Da gibt es eben zwei verschiedene Befestigungspunkte, je nachdem, was ihr für einen Dämpfer fahren wollt. Die Aluminium-Version vom Stereo 177 gibt es nach wie vor, geht bei 3.199 Euro los. Wer die Carbon-Variante will, muss dafür mindestens 5.399 Euro auf den Tisch legen, aber wie von Cube gewohnt hat, das Rad ein sehr starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Top-Variante kostet 7.399 Euro und hat eigentlich alles dran, was man sich wünscht. Hatten wir auch schon vorab zum Testen bei uns. Cube gibt das Gewicht mit 14,1 Kilo an. Bei uns an der Waage war es sogar noch ein Tick leichter, also für einen 170 mm Vollgas-Enduro ein wirklich guter Wert. Unser erster Eindruck vom neuen Cube Stereo 177 Carbon ist sehr, sehr positiv. Es ist ein sehr einfach zu fahrendes Rad, man braucht keine lange Eingewöhnungszeit, die Geometrie ist sehr gelungen, bergauf macht es eine gute Figur, man merkt das geringe Gewicht und bergab, ja, kann man es auch durchaus krachen lassen. Es ist ein sehr gutes, allroundfähiges Race-Enduro und wir sind gespannt, wie es sich im ausgiebigen Einsatz bei uns schlägt. Das war's zu den Cube Mountainbike-Neuheiten 2023. Im Artikel auf MTB News erfahrt ihr noch zahlreiche weitere Infos, Geometrietabellen, Ausstattungen, welche Varianten es alles gibt, alle Preise und so weiter. Den Link, den packen wir euch unten in die Beschreibung rein. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu den neuen Cube-Modellen habt, dann postet sie am besten in die Kommentare, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn euch die Räder gut gefallen. Ansonsten lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.